So Leute, es ist endlich soweit. Wir sind im zweiten Teil unseres McLaren 27S Videos. Der erste Teil war der Titel, wir haben Deutschlands günstigsten McLaren 27S gekauft. Und die Frage ist, bleibt es für uns der günstigste Wagen? Denn der Schaden war 220.000 Euro brutto oder 230.000 sogar. Und wir mussten natürlich, um das Ganze wirtschaftlich zu reparieren, eine Menge sparen und haben uns da viele Tricks einfallen lassen. Es hat jetzt eine ganze Weile gedauert, denn wir mussten auf ganz viele Teile warten. Wir konnten sie nicht einfach bei McLaren bestellen, sondern wir mussten natürlich schauen, wo kriegen wir günstige Teile her. Und wir wollen euch in diesem Video einfach mal mitteilen, was wir bei so einer Reparatur alles gespart haben. Und das ist eine ganze Menge. Also, lasst doch mal schauen, wie der aktuelle Stand so aussieht. Im ersten Video habt ihr gesehen, das Auto, um euch nochmal ganz kurz abzuholen, hatte hier hinten rechts einen Schaden. Hier war ein Auffahrunfall und eigentlich der größte Schaden an dem Auto war dieser Aluminiumträger hier in der Ecke. Der war, wie ihr seht, das ist der Träger, etwas eingedrückt. Das ist aber etwas eingedrückt. Das ist aber nur der letzte Rest. Der gesamte Träger im Ganzen war eigentlich gar nicht beschädigt. Das heißt, was haben wir gemacht? Denn im Kostenvoranschlag war dieser Aluminiumrahmen, der Heckrahmen mit dem Hilfsrahmen vom Motor, das ist natürlich alles ein Teil, das kriegt man bei McLaren nicht einzeln, lag bei ca. 20.000 Euro. Wir haben bei eBay einen kompletten Heckrahmen gefunden, der auf der linken Seite beschädigt war. Und wir brauchten ja nur das Endstück. Also haben wir in der, wo war das, UK, angerufen und gesagt, ey, wir brauchen eigentlich nur hinten rechts das kleine Teil von diesem Riesending. Könnt ihr uns das abschneiden? Und haben die uns den Träger abgeschnitten, grob abgeschnitten geschickt. Und wir haben, glaube ich, für 1.200 Euro diesen Heckrahmen bekommen, den wir dann haben einschweißen lassen von unserem Norbert Star-Mechaniker. Man sieht es einfach, genau, man kann es einfach nicht mehr sehen. Max fragt gerade, kann man es noch irgendwo sehen? Nein, man kann es nicht sehen. Dieser Heckrahmen hier, den haben wir natürlich neu bestellt, den hatten wir jetzt zum Beispiel nicht irgendwo gebraucht gefunden. Da mussten wir einen neuen kaufen, der hat, glaube ich, 1.200 Euro gekostet bei McLaren. Aber das wurde eben fachmännisch eingeschweißt und das ist kein Nachteil großartig. Nochmal, dieses Auto reparieren wir natürlich zu Eigenzwecken. Also wir wollen das Auto eigentlich selber ein bisschen bewegen, wollen da vielleicht ein bisschen Werbung drauf machen, das Auto selber bewegen. Das ist eigentlich nicht unser Kerngeschäft, so ein Auto hier zu reparieren, aber wir haben gesagt, irgendwie haben wir da mal Spaß dran. Und das ist auch ein cooler Prozess und wir wollen euch den mal mitnehmen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen. Das Auto, wenn man es nach Gutachten repariert, dann kommen da 230.000 Euro raus. Das Auto hat aber auch noch einige Euros gekostet, weil in der Restwertbörse natürlich auf so ein Auto geboten wird. Und hätte man da jetzt noch 200.000 Euro reinstecken müssen, dann wäre das der teuerste McLaren Deutschlands gewesen. Also das macht einfach keinen Sinn. Ihr kennt es selber, wenn ihr vielleicht ein Alltagsauto habt, eine C-Klasse, keine Ahnung, und da fährt hinten einer in die Heckstoßstange. Da gibt es vom Gutachter 7.000 Euro und ihr habt das wahrscheinlich bei einer Werkstatt für 500 Euro reparieren lassen, weil da nur ein Kratzer war und die nur lackiert wurde. Das ist ja nicht schlecht. So, das ist hier ähnliches Thema, nur in einer anderen Dimension. Das heißt, wir haben gespart beim Heckrahmen? Heckrahmen können wir aufschreiben, haben wir ca. 18.000 Euro gespart. Tsching, fertig. Euer Yachtmaster übrigens, was sagt ihr eigentlich, zu meinem T-Shirt? Ich möchte ab jetzt nur noch Yachtmaster genannt werden. Wo sind deine Yacht? Ja, habe ich noch nicht. Luftfilterkasten, wie ihr seht auf der linken Seite, mit Carboneinsatz. Wir haben jetzt hier keine mit Carbon. Da fehlt uns diese Kappe tatsächlich noch. Die müssen wir noch besorgen. Warum haben wir das erstmal bestellt? Weil das ganze Teil mit der Carbon-Kappe, die man übrigens abschrauben kann, 2.800 Euro bei McLaren kostet. Ich habe bezahlt für diesen kompletten Kasten, gebraucht, aber neuwertig, 250 Euro. 10% davon. Dafür habe ich halt eine Kunststoffkappe. Was mache ich im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt hier keine Carbon-Kappe finde? Dann bestelle ich mir eine Kunststoffkappe für die andere Seite, lass es lackieren oder lass es so, wie es ist, weil das konnte man ja auch ohne bestellen und alles ist gut. Sieht man sowieso nicht, ist die Stoßstange vor, sieht man so ein bisschen durchs Gitter blitzen. So, dann große Ersparnis, nein, keine große Ersparnis. Diese Ölleitung haben wir bei eBay nicht gefunden. Wir haben einfach 600 Euro für diese Leitung bezahlt und die hat auch nochmal 600 Euro gekostet. 1.200 Euro für Leitung, also wenn ich es richtig im Kopf habe. 0 Euro Ersparnis. 0 Euro Ersparnis, ja. So eine Scheiße. Der Schaden. Hier haben wir die Originalstoßstange. Da haben wir natürlich das Problem, dass sie ein bisschen gerissen ist. Das ist so natürlich nicht mehr so ganz fahrbar, das ganze Material. Deswegen müssen wir eine neue Stoßstange haben. Diese Stoßstange kostet 10.000 Euro. Ich müsste nochmal, ich überschlage das jetzt gerade, ne? Ich habe die Preise natürlich nicht genau im Kopf, aber es sind ungefähr 10.000 Euro. Ja, können wir gleich nochmal genauer nachgucken. Dieser Carbon-Diffusor liegt bei 11.000 Euro. Nur dieser Einsatz. Nur der untere Teil der Stoßstange 11.000 Euro. Das heißt, diese Stoßstange, so wie sie hier liegt,
15.000, 16.000, 17.000 Euro. Der Heckdiffusor lag, glaube ich, bei 4.000 Euro, ne? Da, genau, der ist gerissen. Der lag, glaube ich, bei 4.000 Euro. Was haben wir gemacht? Wir haben gewartet bis zum letzten Ende. Genau, der Heckspoiler zeigt Max gerade drauf. Hat auch einen Riss hier, ist ein bisschen beschädigt. Also dieses gesamte Paket, was ihr seht, hat einen Wert im Gutachten von, wir haben gerade nochmal nachgeguckt, das gesamte Paket liegt ungefähr bei 20.000 Euro, wenn man es neu kauft. Was haben wir gemacht? Wir haben lange gewartet, deswegen hat auch das Video so lange gedauert, weil wir haben wirklich nach Teilen geguckt, Tag und Nacht gefühlt. Wir haben was Schönes gefunden. Und zwar, man mag es nicht glauben, den Heckspoiler. Die Heckstoßstange mit dem Einsatz. In der richtigen Farbe schon lackiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und der Heckdiffusor in Schwarz, was ich auch viel geiler finde, für, haltet euch fest, 4.000 Euro. Das heißt, wir haben 16.000 Euro gespart. Das ist wirklich verrückt. Natürlich ist es kein Carbon. Ne? Genau, das muss man dazu sagen. Man hat natürlich keinen Carbon-Einsatz mehr. Habe ich nicht eingesehen. Gab es bei eBay nicht. Sollen wir jetzt für 11.000 Euro hier einen Carbon-Einsatz kaufen? Das macht einfach keinen Sinn. Und ich finde auch den Heckdiffusor in Schwarz viel geiler. Das passt viel besser zu der Heckscheibe hier und zu allem. Und es ist ein Unfallwagen. Wir wollen auch nichts verheimlichen. Wenn wir ihn irgendwann mal wieder verkaufen, dann sagen wir, guckt euch die YouTube-Videos an. Genauso wurde es gemacht. So, entweder ist es cool für euch oder nicht. Genau, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Kostenpunkt, was auch ein Riesenkostenpunkt war. Diese Hubzylinder kosten 2.700 Euro das Stück. Da war nur ein Halter abgebrochen, das musste aber deswegen neu. Habe ich bei eBay bekommen für 600 Euro. Also knapp 2.000 Euro Ersparnis. Nächster Punkt sind hier die Standardstahl in Schwarz. Da ist ja nur das eine hier kaputt. Kostet 800 Euro. Der Papa, schwer verletzter Papa übrigens, heute schön den Finger geschnitten. Zwei Auspuffrohre für 240 Euro bei eBay. Geil. Das ist geiler Scheiß. Das ist geil. Dann wollten die, guck mal, in dem Kostenvoranschlag haben sie einfach ein neues Steuergerät hier angesetzt. Was ist bitte an diesem Steuergerät kaputt? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Da ist doch nichts. 3.000 Euro, können wir auch was Ersparnis buchen. Haben wir nämlich gar nicht erst ausgetauscht. Es ist super viel, was nicht ausgetauscht wurde, natürlich, weil warum zum Teufel soll der Ladeluftkühler ausgetauscht werden? Der sitzt da hinten drin. Da ist gar nichts. Also das macht einfach keinen Sinn. Felgen. Ja gut, okay, Felgen. Muss man natürlich schauen, ob die einen Schlag haben oder so, aber da müssen wir dann mal gucken. Wir haben hier natürlich auch einige defekte Carbonteile. Hier ist diese Kappe, die ich gerade genannt habe, vom Luftfilterkasten. Die ist zum Beispiel wahrscheinlich nicht mehr zu retten. So, da müssen wir mal gucken, die können wir auch einschicken. Aber es gibt die Möglichkeit, Carbonteile zu reparieren. Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Teil hat, was über 2.000 Euro kostet und da ist so ein kleiner Riss drin, dann kann man das einschicken und für 500 Euro reparieren, maximal, wenn es 500 kostet. Wahrscheinlich eher 200, 300 Euro. Das machen wir natürlich, solche Aktionen. Oder auch sowas hier, das kriegt man repariert. Das sieht man wirklich nicht mehr. Danach siehst du nichts mehr. Genau, also da, ich sag mal, bei den Carbon-Teilen kann man pauschal sagen, sparen wir bestimmt, wenn wir das reparieren lassen, das sind nicht nur die, sondern vorne ist auch noch Kleinigkeiten, sparen wir locker 8.000 Euro. Easy. Das können wir so mal festhalten. Ja, ansonsten ist der aktuelle Stand so, dass wir jetzt die letzten Teile bekommen haben, gerade von McLaren, das können wir gleich mal zusammen auspacken. Norbert kommt morgen und baut hier nochmal so ein paar Teile zusammen. Bezüglich Achsaufhängung, das Rad hat ja einen leichten Knick, das ist halt schon, weil er natürlich direkt aufs Rad aufgefahren ist sozusagen. Wir wollen erstmal gucken, wie steht das Rad, wenn wir einen Lenker neu machen. Steht eigentlich perfekt, wir machen aber sicherheitshalber jetzt einmal noch komplett alles neu. Radträger, unteren Querlenker, die ganzen Spurstangen, so dass es alles safe ist. Das ist auch, da gibt es kein Risiko. Bei tragenden Teilen und so, da gibt es keine... Ob da nun Carbon hinten dran ist oder nicht, aber sicherheitsrelevante Teile werden natürlich alle erneuert. Jo, dann gucken wir mal, was wir hier so bekommen haben. Das ist das gute Gutachten hier. Ah, fällt mir gerade ein. Rückleuchte. Können wir gleich mal eben gucken, was sie kostet. Original. Moment. Müsste doch eigentlich bei Heckleuchte oder so stehen. Ne? Rücklicht. Guck mal. Rücklicht, rechts, 1.235 Euro. Was hat der Papa bezahlt? 600 Euro eBay. Also, zack, 600 Euro gespart. Zack, und die ist neu.
Also was, da ist ja nichts dran. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Schatztruhe gekriegt. Siehst du, der Karton hier 1200 Euro. Was haben die Schrauben gekostet? Leute. Eine fucking... was ist das hier? M10-Schraube. Eine. 8,80 Euro. 10. 80 Euro für Schrauben. Das ist doch komplett behindert. Das ist nichts Unnormales hier. Du kannst im Baumarkt kaufen, die Schrauben, aber ja, das ist nicht original. So. Okay. So ein bisschen wie Weihnachten gerade. Ja, das sind Blinker wahrscheinlich. Wir packen erstmal alles aus hier. Zack, 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 zack. Oh, guckt euch das an. Das ist ja so geil. Das muss ich sagen, guck mal, das Teil hier kostet 692 Euro. Das ist jeden Cent wert. Und diese Scheiße hier kostet 80 Euro. Das steht doch alles nicht im Verhältnis. Was sind wir denn hier? So, hier ist ein Parksensor drin, das brauchen wir gar nicht auspacken. Zack, zack. So, wo sind wir hier? Ein Blinker. Nee, ein Reflektor. 80 Euro. Das Geile ist ja bei den Teilen, dass du teilweise bei eBay mehr zahlst als bei McLaren. Da gibt es wirklich Leute, die stellen das bei eBay rein. Und jeder denkt ja, oh, bei eBay ist das bestimmt günstiger. Dann kaufen wir das mal da. Ich glaube, ich weiß gar nicht, nicht der Reflektor hier, dieser Blinker. Können wir mal eben gucken. Pass auf, zeig ich dir mal. Bei eBay hier 396 Euro. Guck mal. Da habe ich auch geguckt, oh scheiße, der ist voll teuer und so. Naja gut, habe ich bei McLaren angefragt. 85,92 Euro. Wieder gespart. Ja, kann man so sagen. Also das ist doch wirklich verrückt. Das ist wirklich teuer. Du musst genau gucken. Das Ding ist, kostet natürlich Zeit, sowas nachzuschauen. Und die Zeit hast du natürlich häufig nicht. Die bezahlt dir keiner. Die bezahlt dir keiner. So, dann, was haben wir hier noch? Nö, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Die Gurte, der Gurtstraffer auf der linken Seite war ausgelöst. Dementsprechend brauchen wir neue Gurte. Liegen, glaube ich, bei McLaren bei 300 Euro das Stück. Ich habe jetzt zwei Stück für 75 Euro bei eBay bekommen. Neu. Na genau. Und der Crash-Sensor war ausgelöst. Das geht ja relativ schnell. Das ist das Teil hier. Das war auch eine geile Story. Das Teil hier. Der sagt, der schaltet einfach den Strom ab, sobald ein Crash signalisiert wurde. Pass auf, Leute. Das ist geil. Joa, das muss ich mal vorbereiten hier, damit der Aha-Effekt besser ist. So, warte, hier, zack. Keiner konnte dieses Teil rausfinden. Bei McLaren hat es ewig gedauert, bis wir überhaupt mal eine Teilnummer bekommen haben. Dann gab es dieses Teil für 150 Euro, aber nicht lieferbar. Und dann haben wir gesagt, scheiße, das machen wir jetzt. Dann haben wir das Teil hier wiedergefunden, haben die Nummer eingegeben, haben gesehen, das ist der Crash-Sensor von einem Mercedes C-Klasse, haben die Nummer von dem Mercedes wiederum bei Amazon eingegeben und haben das Teil bestellt, für 26 Euro. Das sind so 100 Euro, die richtig Bock machen, die man spart. Das ist wirklich, also haben wir, bei Porsche hat man es ja ständig, dass man irgendwie Teile oder so, irgendwelche Sensoren googelt und dann sind das irgendwelche VW-Teile. So, aber bei McLaren hätte ich es nicht gedacht. Aber der Crash-Sensor, ja, das ist ja wahrscheinlich ein Standardbauteil. Ja, gut. So Leute, wir rechnen jetzt mal zusammen, was wir hier bis jetzt gespart haben. Die Summe blenden wir jetzt mal hier ein. Mal gucken, ob das klappt, ob Max das hier hinkriegt. Und wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende, aber man muss sagen, wir haben alle Teile und der Wagen muss eigentlich dann nur noch zum Lackierer und ein paar Kleinheiten. Wir wollten euch da einfach nur mal so einen Zwischenstand geben, weil wir jetzt, wie gesagt, das Ding jetzt auch noch zerlegt haben und auch einfach so einen kompletten Overview nochmal geben können. Was haben wir eigentlich vor mit dem Auto? Könnt ihr euch natürlich fragen, denn wir haben gesagt, wir wollen ihn wahrscheinlich nicht direkt verkaufen, sondern wollen ihn erstmal selber fahren. Wir haben im Lager ein bisschen aufgeräumt und ein paar Reifen aussortiert und da lagen diese beiden hier. Alte Porsche-Reifen aus 2018, also die kannst du jetzt auch nicht mehr irgendwo aufziehen, ne? Von wann sind die? Die sind, nee, aus 2016 sogar und man sieht schon, die sind einfach alt, aber sind nagelneu. Und ich habe zu Max gesagt, wenn die Dimensionen passen, dann kommen die auf McLaren und dann werden die einmal runtergequalmt. Das wird auf jeden Fall gemacht. Nein, wir haben vor, mit dem Auto so ein bisschen so Promo, also unterm Strich war das Auto ja jetzt dann doch wahrscheinlich günstig, wenn wir ihn so günstig repariert bekommen. So, das heißt, es tut nicht so wahnsinnig weh, damit mal eine Ausfahrt zu machen und ein paar Kilometer drauf zu machen. Dementsprechend haben wir gesagt, ey, wir nutzen das erstmal für ein bisschen Promo. Wir wollen vielleicht irgendwie komplett verrückt folieren.
Haben überlegt, ob wir Straight Pipes einbauen, beziehungsweise einen etwas lauteren Auspuff, um nicht das Wort Straight Pipes in den Mund zu nehmen. Wenn das zum Beispiel irgendein Auspuffhersteller hier gerade sieht, dann schickt uns doch so ein Ding mal rüber und wir testen den vernünftig. Wir werden den auch artgerecht bewegen und wenn wir das Auto wieder verkaufen, verkaufen wir den Auspuff vielleicht gleich wieder mit oder wir schicken euch den wieder zurück. Das wäre doch eine Idee, oder? Hier geht es jetzt weiter. Norbert kommt morgen, baut die Leitung ein, baut die Querlenker ein und alles Mögliche. Wenn wir dabei sind, werden wir die Kamera nochmal draufhalten und euch ein bisschen mitnehmen. Ansonsten kommentiert, liked, abonniert den Kanal. Wir sehen uns, sobald das Auto fertig ist, bei der ersten Probefahrt. Ich freue mich drauf. Bis dann.